Guck mal, da ist noch ein bisschen Holz. Nehmen wir noch mit. Südhorn. Hartholz. Wie kann denn meine Tasche fast voll sein? Das ist doch... Hm. Ach, Fallen können wir ja auch bauen. Stimmt ja. Wir haben ja da schon quasi... Ja. Okay, wir werden mal auf die Keule und den Bogen wechseln. So, pass auf. Kommen wir da irgendwie rauf? Ah, hier. Immer, ich glaube immer, wo dieser Vogel ist, glaube ich, kann man... Ich glaube, kann man immer sehen, dass man da... Boah, ich sehe durch die Sonne gar nichts. Kann man, glaube ich, sehen, dass man da nach oben klettern kann. So, jetzt erstmal hier. So, unten. So. Boah, ist das schön. Ah, ich genieße das gerade voll. Mann. Warum muss das immer so brutal sein, so Spiele? Naja. Was, wer? Wie, wo, was? Da redet jemand. Ist es im Wasserfall? Was war das eigentlich nochmal, was wir hier machen wollten? Ich hab das... Ach ja, den Bären. Oh Gott. Ah, hier gibt's links von uns einen Weg. Der ist hier oben irgendwie. Müssen wir mal gucken, wie wir da raufkommen. Kommen wir hier irgendwie rauf? Da oben. Sehr schön. So, noch einmal hochklettern und dann sind wir schon... Hm? Dann sind wir schon so gut wie fast da. So, jetzt aber. Hat er jetzt einen Pfeil abgeschossen? Willst du mich verarschen? Wieso hat er denn jetzt einen Pfeil abgeschossen? Und vor allen Dingen... direkt zwei Stück? Das gibt's doch gar nicht. Schieß einfach einen Pfeil ab. Oh, das wird ein Höhlenkampf. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Naja. In der Nähe befinden sich ein Bestienmeisterjagd. Ja. Deswegen bin ich ja auch hier und will ja auch... Uha! Huch! Okay, die Strömung ist sehr stark. Vielleicht sollte ich nicht hier ins Wasser springen. Okay. Alles klar, ich nehme alles zurück. Weißt du, Bestienmeister kann aber über keinen Stein springen. Langsam dreht sich die Schildkröte im Kreis und bewegt sich von uns weg. Schön, wie sie einfach wegläuft und sich nun versteckt. So. Wenn wir überlegen, mit was ich da reingehe. Gehe ich mit Speer und Keule? Ich glaube ja. Erkunde die Höhle. Das machen wir. Ich mache noch eben den Wegpunkt weg, weil sonst nervt er mich gleich wieder. Und ich werde den Speer, glaube ich, anzünden. Bringt nichts, weil wir müssen eh tauchen. Finde ich super. Macht Sinn. Ja, dann wollen wir mal. Können Bären tauchen? Weiß das einer? Weiß jemand, ob Bären tauchen können? Oder tauchen die? Also ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal wissen, weil... Wie kommt man denn hier anders in die Höhle rein oder zu der Höhle? Wenn man hier nicht taucht. Und vor allem, ich glaube nicht, dass ein Bär hier einen Greifhaken hat. Was war das denn? Was? Huch! Was war das denn? Okay. Ich will es gar nicht wissen. Langsam schreiten wir in der Höhle voran. Wir erkundeten die Höhle. Doch was wir am Ende sahen, war nicht das, was wir erwartet haben. Auf der Jagd nach den Bären, sahen wir etwas vollkommen anderes. Wir sahen etwas, das unserer Vorstellungskraft überhaupt nicht entsprach. Wir sahen ein Feuer und eine Höhlenmalerei. Entschuldigung. Aber das ist schon schick. Also da haben sie sich schon echt Mühe gegeben, so mit den
Dann lebt der Bär ja hier unten nicht alleine, denke ich mal. Weil ich glaube wohl nicht, dass der Bär hier, ja, sich künstlerisch betätigt hat an den Wänden. Ich könnte mir vorstellen, dass es, glaube ich, nicht so... okay. Ah ja, schön. Ich dachte, ich sollte die Höhle erkunden. Ach so, ich soll hier bestimmt hin, ne, oder? Untersucht die Höhlenmalerei. Ach so. Entschuldigung. Chawahars Mash Hasan Jawa. Oh oh. Ich glaube, jetzt kommt er. Der Terminator. Großer Narbenbärjagd. Nutze die Hinweise, um den großen Nasenbär, will ich mal sagen. Narbenbär aufzuspüren. Ich weiß gar nicht, warum jemand Nasenbär. Was für Hinweise denn? Ach so, Bestienmeisterjagd. Die Untersuchungsgebiete auf der Minikarte erhalten Spuren, die von großen Bestien hinterlassen wurden. Einige große Bestien können gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die du den großen Bestien zugefügt hast, für deine nächste Jagdversuch, für deinen nächsten Jagdversuch erhalten. Oh Gott, die haben oben eine riesen Lebensanzeige. Um Gottes Willen, ob das so eine gute Idee war, was wir hier vorhaben? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. War eine gute Idee bestimmt. Er hinterlässt also viele Spuren, ja? Ja, da bin ich ja mal sehr... Harstal entdeckt. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wo finden wir den? Nutze Hinweise, um den großen Narbenbär zu finden. Narbenbär. Da ist ein Krokodil. Da war doch... Würde ich auch gerne mal häuten, um mal zu wissen, ob... Weißt du was, der Narbenbär ist mir jetzt gerade mal ein bisschen egal. Ich würde gerne mal hier wissen. Warte mal. Haben wir, ne? Alter, geil. Alter, ein Krokodil. Feier ich ein bisschen. So. Tasche voll, du kannst nicht nehmen. Ja, ganz super. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen das Gebiet absuchen, dass wir... was? Scheiß Schlange, halt die Fresse. Geh mir nicht auf den Sack. So. Lass mal gucken, dass wir hier die Hinweise finden. Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Was? Wer sieht mich denn da? Ach, da hinten laufen welche von den Pappnasen rum. Ich hau mal ab hier. Die kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich bin gerade auf der Jagd. Verzieht euch. Das gibt's doch gar nicht. Die jetzt gerade jetzt hier rumlaufen müssen. Ich habe auch noch keine Blutspur gefunden oder so, die darauf hinweisen lässt, dass irgendwie der Narbenbär irgendwie in der Nähe ist. Ich bin die jetzt mal ganz cool umgangen. Voll Pro-Skillor. Vor allem, das Gebiet ist ja wahrscheinlich riesengroß. Wie soll ich den denn hier finden? Aber das werde ich wahrscheinlich schon merken. Höre ich ihn da nicht schon? Da ist ein Krokodil. Das sind alles... Oh Gott, das sind alles Gegner. Ey. Oh Gott, ich bin hier voll auch noch in so einem Dorf reingeraten. In so einem... Warte mal, ist das nicht noch ein... Ja, super, das ist auch noch ein Dings. Da müssen wir hin. Okay, ich schwimme mal darüber, oder... Ach, ich kann über Wasser laufen. Ja, ich bin Jesus. So. Oh, oh, ich glaube, da ist er schon. Oh Gott. Nein, das ist er nicht. Verdammt. Das ist er nicht. Ciao. Ich habe schon gedacht, das wäre er, aber das ist er nicht. Ich baue mir nochmal einen Speer eben. Den habe ich jetzt gerade verbraten an dem Lack da unten. Ja, hier. Mann. Ja, hau bloß ab. Verzieh dich. Will ich nie wieder sehen. Stirbt er jetzt? Natürlich treffe ich nicht. Feige Ratte, weißt du, steht da hier und bewacht mich. Gibt's gar nicht. Ja, räum mal das Lager. Uah, uah, uah.
Alter. Ich sollte mich mal heilen. Ja, das ist eine gute Idee. Haha, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Na, kommt er hier an wieder? Ja, komm her. Oh, Alter, nimm dein Arschloch aus dem Bild. Entschuldigung. Ich meine dein Popo. So. Jetzt erstmal häuten. So. Wenn der Berg gleich so leicht wird, dann geht's ja einigermaßen. Wenn. Ich wiederhole, wenn. Ich wiederhole, wenn. Jetzt muss ich aber trotzdem mal nochmal zwei Speere herstellen. Dings haben wir noch, Keule haben wir noch. Das müsste ja eigentlich, müsste es hier sein. Untersucht die Umgebung. Ach, guck mal eine an. Mhm. Ja, was ist das denn, eine Badewanne? Ja, ja, Flex ist klar. Eine 4 Meter Badewanne. Bist du selber schuld, wolltest mich angreifen. So, es tut mir leid. Was haben wir denn hier? So ein Steinstaub, ja, nehmen wir mit. Okay, der Bär ist hier lang gewandert. Und hier endet seine Spur irgendwie. Oh Mann, ey. Warum müssen die jetzt hier lang laufen? Das gibt's doch gar nicht. Mann, können die nicht woanders lang laufen? Ich bin gerade auf der Jagd. Merkt ihr das nicht? Auf der Jagd nach Harrison Ford. Oder mit Harrison Ford. Erstmal die Pfeile wieder mitnehmen. So, so. Ja, aber wo ist denn die Spur? Geht zum Feuer oder nach hier hin und dann endet die irgendwie hier an diesem Stein? Hm. Sehr verwunderlich gerade. Dämliche Ziege, hau ab. Also ist hier lang gewatschelt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? So. Oh, oh. Uah! Ciao. Du kannst mich mal. Ich bin auf der Jagd. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Aua. Wo ist er? Der soll abhauen. Einfach sterben, du Kleiner. Ich bin tot. Das war so klar. Das gibt's doch gar nicht. Alter, dieser dämliche Wichssäbelzahntiger. Dieser Penner von einem Säbelzahntiger. Ist ja unfassbar. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Toll, wo sind wir jetzt? Hier. Super. Finde ich ganz großes Kino. Jetzt müssen wir wieder hier suchen, ey. Verdammt, wo war das denn jetzt? Da, ne? Alter, könnt ihr mich hier einfach mal alle mal in Ruhe lassen? Ich will doch einfach nur hier ein bisschen Südsteinstaub mitnehmen, ein paar Pflänzchen und alles. Und den Bären jagen. Ach, jetzt bin ich gestorben. Ist die Mission nicht mehr aktiv, oder was? Ah, doch. Wollte schon sagen. Aber ich habe gedacht, so ganz... Wollte schon sagen. Weißt du, so ganz klug oben auf dem Steinhaar kriegst mich nicht von wegen. Ja. Mhm. Haben die Entwickler auch gedacht. Ja, ja, da wird's. Kletter doch da hoch. Kletter doch mal da hoch, Alter. Du geh mir nicht. Du dämlicher. Köter, du. Alter. Ich mag Hunde. Ja, also nicht falsch verstehen. Ich mag Hunde. Ja, sehr, sehr gerne sogar. Und Katzen auch. Aber die gehen mir hier ein bisschen auf den Sender. Aber was soll ich denn hier bitte... Warte mal. Ach, ich muss es hier untersuchen. Ach so. Shasatapi. Asche es heißt. Mega ist kurz Wort. Urgi Laiwanguash. Okay. Die Frage, wo ist der...
Da hinten. Auf der Karte würde man natürlich jetzt sehen, wo man hin muss, aber ohne, dass ich ja dadurch, dass ich ohne Karte spiele, sieht man jetzt zum Beispiel, da muss ich jetzt hin. Ohne Jägerblick wäre das natürlich noch schwieriger. Der ist ganz schön am Tapseln, ne, der Bär. Halt die Klappe, dämliche Ziege. So. Ich hoffe, es kommt kein Säbelzahntiger oder sowas. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber hey, bisher im Let's Play, glaube ich, nur zweimal gestorben, oder? Okay. Da hinten sind schon wieder zwei Kollegas, Kollegatabs. Die mit der Wirkformel. Was war das denn? Hast du gerade gesehen, wie der in die Luft gesprungen ist? Hui! Was machen die denn da? Was machen die denn gerade da? Jetzt machen die gar nichts mehr. Und jetzt wird's dunkel. Super. Ich gehe auf die Bärenjagd im Dunkeln. Ey, ich bin manchmal so schlau. Ich glaube, ich höre ihn sogar. Bin mir aber nicht ganz sicher. Fußspuren gehen nach Norden. Hier lang. Guck mal, da hinten ist wieder Tapir. Aber jetzt brauchen wir ja keinen Tapir mehr. Den haben wir ja. So. Alter, wie viele Tapirs hier rumlaufen? Guck dir das mal an. Brauche ich noch... Warte mal, bevor ich jetzt weitergehe... Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Brauche ich noch für irgendwas Tapir? Ich schau mal eben. Dachsfell. Tierhaut haben wir da genug von. Was haben wir hier? Seltenes Nordseder. Blut von Uros. Nordton haben wir 26 erst gesammelt. Weißwolffell. Jackfell. Was haben wir hier oben an... Bei Taka, seltene Südhorn. Seltene Südhörner, seltener Südstein. Südsteinstaub sind wir ja fleißig am Sammeln. Großelchhaut haben wir noch gar keine. Braunbärfell. Dann können wir mehr Pfeile mitnehmen. Können wir einen größeren Köcher bauen. Dann brauchen wir noch 3 Felle. Okay. Toll, dass es jetzt Nacht wird. Weißt du, gerade jetzt wird es Nacht. Weißt du, die ganze Zeit ist taghell. Tag hell vor allen Dingen. Die ganze Zeit ist schön hell. Und pipapo. Und jetzt, wo du auf die Jagd gehst, ist auf einmal hier stockduster gleich. Da müssen wir mal gucken. So, warte mal. So, hier lang geht. Oh, oh. Na, na, was machst du denn da? Ich rufe mal eben meinen Kollegen. Ich brauche den gerade mal. Da fühle ich mich sicherer. Ich fühle mich dann sicherer. Überhaupt nicht. Ich höre den Bären. Ich glaube, das ist ja schon. Mach ihn alle! Ja, mach ihn alle! Sehr schön. Hier. Futter für dich. Wolfsfell für mich. Sehr schön. Spur geht hier lang. Gegen Hügel, okay. Da geht die Spur weiter. Ich hoffe, die Wölfe lassen uns jetzt in Ruhe. In der Hoffnung natürlich, dass wir hier ein bisschen... Ich versuche natürlich schon so ein bisschen zu schauen, ob ich den... Ob ich den Bären schon sehe. Alter, so gruselige leuchtende Augen. Der hat weiße Augen! Der hat weiße Augen! Headshot! Was? Uah.
Ist gut, ist gut. Gizmo ist gut. Gizmo, alles gut. Ich wollte nur mal gucken, ob die auch abhauen. Kann sein, dass das ein seltener Wolf war. Verdammt. Da geht die Spur entlang. Südsteinstaub nehmen wir natürlich mit. War noch was am Leuchten? Außer jetzt die Tiere und ich. Schau natürlich mal, ob ich schon den Bären irgendwo sehe, dass ich vielleicht nicht so blind da reinlaufe. In der Ferne, aber momentan ist es mir nicht möglich, den schon... Schellenstaub brauchen wir eh, also können wir das ja auch mitnehmen. Dass wir... Da oben ist auch noch, da gehen wir gleich mal hin. Wandar Ubamars, Shajarsh, Urgi Naiminam. Okay, doch. Spur zum Tal, ja. Da oben müssen wir eh hin. Da können wir unterwegs noch ein bisschen hier abgrabbeln, wenn wir schon hier sind. Boah, ist das spannend jetzt gerade. Ich bin echt gespannt, was für ein Vieh das ist. Also für ein Riesenbär das ist. So, nehmen wir mit. Aber nachts ist das echt eine Hilfe, diese Sicht, dass man so ein bisschen die Ressourcen sieht. Ist das echt schon eine Hilfe. Ah, da unten ist auch noch ein bisschen Stein. Das nehme ich nämlich mit, weil... Man hat ja gesehen zum Craften oder was? Alter, guck mal, wie viel da oben leuchtet. Alter, da muss ich hin. Da muss ich, es tut mir leid, da muss ich hin. Es tut mir leid, aber das muss ich abkrabbeln. Das ist, ja. Das liegt so in meiner Natur, dass ich das abkrabbeln muss. Fred Feuerstein gerade gesammelt. Südstein, sehr schön. Wieder Südstein. Es tut mir leid, aber ich muss es tun. Seltener Südstein, wie geil. Jawohl. Ich feiere das ein bisschen, dass wir das alles hier finden. Da ist auch noch was. Guck mal einen an. Da unten auch noch. Alter. Hartholz fast voll. Ja. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Alter, wir können uns tot craften, glaube ich, hier. So. Und noch Südsteinstaub nochmal mitnehmen. Sehr schön. So. Ich wollte schon sagen, spawnt das jetzt unendlich hier. Hätten wir voll den Lootplatz gefunden. Aber so ein Glück habe ich natürlich. Boah, ich habe schon gedacht, da ist irgendwas in der Ecke. Boah, ich habe schon Paras. Ich sollte aufhören, Horrorspiele zu spielen. Gut, ich spiele das irgendwie natürlich jetzt nicht mitten in der Nacht, aber auch nicht am Tage oder so. Oder beziehungsweise früh morgens. Aber trotzdem habe ich irgendwie... Das irgendwie im Sinn. Im Sinn, 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 Sinn. Da hinten... Was haben wir da? Warte mal. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Ah, guck mal einer an. Südstein nehmen wir mit. Weil ich will ja meine Waffen natürlich auch weiter upgraden alles. Und deswegen können wir da so ein bisschen hier rumlooten. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wir sind ja immer noch auf der Jagd nach den Bären. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Das haben wir noch im Hinterkopf. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach den Bären. Und das wird, glaube ich, dann noch richtig spannend gleich. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie spannend das wird. Mein Gott, ist das spannend. Wie oft habe ich jetzt spannend gesagt? Ich weiß es nicht. Fallen für große Bestien. Auf der Jagd nach großen Bestien findest du Punkte auf deiner Karte, an denen du Fallen anlegen kannst. Nähere dich diesen Punkten und nutze deine Rohstoffe, um eine Falle aufzustellen. Große Bestien, die sich in Fallen verfangen, werden verwundet oder für kurze Zeit bewegungsunfähig. Das ist geil, wenn ich natürlich wüsste, wo die Fallen sind. Ich sehe sie natürlich nicht ohne meine... Da! Ohne meine Karte sehe ich sie natürlich nicht, aber ich kann es mir, glaube ich, denken, dass, glaube ich, jetzt gleich hier der Bär auftaucht und wir schon mal Fallen errichten. Wo war denn jetzt die Falle? Hier. Sehr schön. Falle hergestellt. Warte mal, bevor wir jetzt weitergehen. Es wird Tag, sehr schön. Boah, haben wir doch noch die Nacht überlebt. Ey, alter Schwede, ich dachte, wir müssen jetzt mitten in der Nacht kämpfen. Gott sei Dank. Haben wir den ganzen Tag hier im